So, die Frage ist jetzt, was nu? wo soll man hin irgendwie? Ach, warte mal hier, Momente mal. Ja, was denn? Das funktionierte ja in der Early Access nicht. Und jetzt geht's. Ja, toll, dass du das herausgefunden hast. Das ist ja super. Spiel kaputt hier. Okay. Oh nein, echt? War das so eine Verarsche? War das einfach nur so eine Verarsche? Machen wir Feuerzeug an. Hier, warte mal, du hast jetzt aber oben abgezogen, oder? Ich hab's oben abgezogen. Wir müssen irgendwo eine Leiter finden. Okay. Doch, ah, klar. Guck mal hier. Tada! So, okay. Dann stellen wir doch mal die hier hin. Super. Und außerdem. Stell die da hin. Ja, und dann machst du noch an. So, okay. Oh Gott. Jonah, habe ich irgendwie Metal Gear Solid Flashbacks? Und du wahrscheinlich Outlast Flashbacks. Ja, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Warum höre ich schon wieder eine Krähe? Wischen wir draußen? Was ist denn da? Geil. Haben wir es Was ist rausgeschafft? denn? Warum, der hängt so. Was macht denn der? Der ist jetzt gerade so um die Ecke geglitscht. Wo sind wir hier? Hä, ist das ein Büro? Sprach der Rabe nimmermehr. Können wir das mal ausmachen? Aha. Aha. Oh, der gute Dinner with an Oil. Schnaps. Ja, warum Benni und ich jetzt so lachen, ist Dinner with an Oil ein sensationelles Spiel. Wer es noch nicht gesehen hat, oben ploppt jetzt mal ein Link auf. Zieht's euch rein. Wir hatten viel Spaß. Ich hoffe, ihr werdet es auch haben. You don't give a fuck. Spezialvertrag. Okay. Ja, dann unterschreib doch mal. Sign down below. Oh nein, ich möchte nicht unterschreiben. Er sagt jetzt unterschreiben? Oh nein, ist das letzte Kapitel? Weil so sehen doch immer die Dinger aus mit dem Kapitel, oder? Na, aber der müsste hier. Nee, der müsste stehen. Sie beginnen jetzt ein Kapitel. Oder ich unterschreibe jetzt. Ist mir egal, ich unterschreibe jetzt hier einfach Vertrag. Ja, dafür, dass du. You don't give a fuck. Okay. Ja, genau, da muss man auch einfach mal einen Fakt drauf geben. So. Benny und Steve. Er scheint auf jeden Fall extrem kurzsichtig zu sein, so sehr wie der da rankraucht. Dwayne Anderson. Bitte? Doors open and I take cover behind the desk. Kannst du Scheiße. doch nicht. Da steht Oh wer? nein. Da stehen so viele. Oh nein. Oh nein, bitte nein. Ich kann da nicht Ja, hinter. verstecken ist nicht. Oh nein, Benni, oh nee. Schnell, ich brauche irgendwas. Ich weiß nicht was, aber irgendwas. Irgendwas haben. Irgendwas, was mir Sicherheit gibt. Kann ich hier Licht anmachen? Oh, die flüstern auch noch so richtig geil. Na klar. Na klar. Irgendwas sagt mir, wir müssen wahrscheinlich in die Mitte. Ja. Würde ich auch sagen. Hallo, darf ich mal durch? Was gibt's denn da zu sehen? Eine Taube? Tote Taube? Peacock. Peacock? Ja, Lucys Vogel. Ja. Alter, aber hier die Durchgänge sind schon.
Ey. Und Stille. Und Stille. Oh, sieht das fies aus. Und die gucken dich alle an. Ohne Augen. Oh Gott. Oh Gott. Oh, wieder ein Stück von der Maske. Ja. Von der Taube. Was soll uns die Taube jetzt sagen? Was symbolisiert die Taube? Frieden? Liebe? Weiße Taube? Unschuld? Hä? Hilf mir, Benni! Hilf mir! Nein, nein! Nein! Ah! Nein! Okay! Nein, Alter! Nein! Er kann nicht machen! Das ist jetzt nutzlos. Naja, wahrscheinlich ist jetzt mein Feuerzeug. Alle. Alle, alle, alle. Nee, doch nicht. Nee, Katja, das ist mir ein Zwetert. Achso. Und Keller wahrscheinlich, wa? Ja. 302. Okay. Ja, das. So viel dazu. Ja, dann haben wir jetzt noch ein weiteres Teil gefunden. Finde ich gut. Ja, but what now? Also ich glaube, wir müssen wirklich da runter und... Meinst du? Ich weiß es nicht, Benni, aber ich sehe keine andere Möglichkeit hier gerade. Wo sollen wir hier noch hin? Ah, hast du auch wieder recht. Wir waren ja jetzt eigentlich fast überall, oder? Ja. Na dann. Ja, ist bestimmt, das ist Platzpatron oder so. Ja, ich hoffe, hier kommt jetzt auch so eine Fahne raus. Wie oben bei der Shotgun. Oh, nee, Alter. Ja, oder das Spiel ist wenigstens vorbei. Aber was würde das für einen Sinn machen? Also, Pistole an den Kopf halten. Ja, oder du okay, triggerst. Also, okay, heißt ja an den Kopf halten. Heißt ja noch nicht, dass du den Abzug betätigst. Na, aber denk mal das Spiel weiter. Was passiert? Er hält sich die an den Kopf und dann sagt er: Oh, nee, mach ich doch nichts. Und hier ist dein Item. Ich halte sie mir jetzt an den Kopf. Alter. Oh, die Spannung ist ja zum Zerreißen. Abzug drücken? Ja, genau. Was? Auch noch die Auswahl haben, ob du den Abzug drücken willst, ob du oder fallen lassen willst. Ach, Mann. Ich verstehe nicht, Benni. Das kann, meinst du, wir... Sag, ich, ja? Ich bin verwirrt. Und das ist genau die Sequenz, wie wir aufgewacht sind in dem Spiel. Das ist die allererste Sequenz. Und jetzt humpeln wir wahrscheinlich, ne? Jetzt ist die Frage... Das siehst du ja im Fortschrittsraum. Du hast noch alles. Tja, was war das jetzt für eine Nummer, Benni? Warte mal, was wir mal machen können, ist, wir können mal gerne runtergehen. Ja. Und mal schauen, wie viele Kugeln jetzt drin sind. Okay, die Tür ist schon mal offen. Ja. Der Revolver liegt noch da. Dann schauen wir mal. Aha. 5 Schuss nur noch. Jetzt machen wir... Was? Sollen wir uns jetzt 6 Mal in den Kopf schießen? Und wenn ja, warum? Also, ich habe keine Ahnung warum, aber... Give it a try. Ja, give it a try. Vor allen Dingen ist das halt tierisch langsam.
Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay. Das ist ja spooky. Oh, das guck mal, eine Kassette. Wo ist denn das? Ja. Warte mal. Ah, da. Schau mal da. In dem Bollerraum. Also, Humpel, warte mal hin. Warte mal, waren da jetzt zwei Striche unten auf dem Boden? War da vorher noch ein? Ist auch geil. Achte mal, nächste Mal drauf. Hier waren vorhin zwei Striche. Ich bin der Meinung, davor war nur ein Strich da. Okay. Na, guck ich mal drauf. Ja. So, aber erstmal holen wir uns ratzefatze schnell. Hoffentlich die Videokassette. Hinter der Tür oder was? Da ist er. Okay. Creed Gear. Okay. Okay. So, hier könnten wir noch. Und er hat es gespeichert. Jetzt ist die Frage: Knallen wir uns nochmal einen Kopf oder? Wäre mal interessant zu wissen, ob wenn wir uns jetzt nochmal im Kopf schießen, ob er uns denn noch einen anderen Hinweis gibt. Oh, das wäre, stimmt, das wäre auch interessant. Okay. Another Hind. Okay. Okay. Ah, schau mal. Das ist noch so ein Bilderrahmen. Und da ist auch noch ein Bilderrahmen im Schlafzimmer und im Keller. Und in der Truhe? Und keine Ahnung, wo die Tür ist. Welche? Ach so, das ist. Alter, wo ist denn das alles? Guck mal. Keine Ahnung. Guck mal. Und da auch noch da unten. Meine Güte. Ja, okay, ihr habt es gesehen. Wir müssen jetzt erstmal anscheinend ein paar Bilderrahmen sammeln. Ich würde sagen, gehen wir mal hier oben war einer. Ja, aber wo hast du die nicht? Oder. Hä? Ach, den haben wir schon mal gefunden, ne? Bin ich der Meinung. Den haben wir schon gefunden. Ja, dann haben wir ja noch das Schlafzimmer. Okay. Dann. Let's go to the sleeping room. Also, okay, na, in der Zwischenzeit mal aufgeräumt hier. Na, schau mal. Ah, okay. Ein Bilderrahmen. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo die anderen Dinger waren. Na, wenn du im Keller runtergegangen bist, bei der Küche, da war einer. Ja. So, warte mal. Hier hinter der die Kühltruhe war zu sehen, ne? Ja. Aber da ist also man hört da hier auch diese Rauschen. Hörst du das? Mhm. Hier finde ich es ein bisschen komisch, weil man hier diese Geflüster hört. Oh, hier. Oh, die Penner. Oh, das gibt's doch gar nicht. Also das da zu verstecken ist schon... Naja. Ja, die Frage ist, was nun? Achso, müssen wir uns jetzt jedes Mal einen Kopf schießen, um hier einen Tipp zu kriegen? Da waren ja noch mehrere Räume abgebildet. Ich weiß nur leider die anderen Räume nicht mehr. Azok, weiß ich jetzt nicht mehr welcher. Ja, noch. Weil da gab es irgendwie ein oder zwei Räume, die haben mir auch nichts gesagt. Wir hatten noch gesehen. Ja. Die Tür. Oben war noch die eine Tür. Und zwar, ich bin der Meinung, die von der Garage aus zu sehen war. So, hier war was zu sehen. Oh! Guck mal! Okay. Nice. Vielleicht gibt es da ja noch ein paar Hinweise drauf. Haben wir noch eine Videokassette gefunden hier. Ja. So. Wehe, die ist nicht zurückgespult, Benni. Wehe. Dann musste eine D-Mark eine Mark da lassen. Richtig. Okay, Silent Hill Ketten. Aber hatten wir das nicht auch schon? Guck mal hier. Guck mal. Ja, aber wo? Na, ist das nicht der Raum, wo wir auch in den Supermarkt gekommen sind?
Wisst ihr? Oh Gott. Oh Gott. Ah, ja, sieht genau. Da oben. Bild. Da oben. Da. Das hast du schon. Wir. Das weiß ich nicht, wo das sein soll. Das könnte Garage sein, hast du recht. Weil da waren noch Reifen abgebildet. Da waren noch links irgendwie Reifen. Na dann, so, okay, dann gucken wir mal da oben. Also der neben dem Schnuddelbuddelraum, wa? Neben dem Trophäenraum, nenne ich ihn jetzt mal vorsichtig. Vielleicht hier in dem Lager, aber hier ist ja. Hier ist ja nur auch nichts. Nee. Verdammte Scheiße, warte mal. Okay. Oh, das musst du noch sortieren, vielleicht, oder? Haben wir schon alle? Haben wir vielleicht nee, schon alle? Nee, eins fehlt definitiv auf linke Seite. Ich sehe hier eine Schattierung links. In der Mitte. Okay, alles genau. Klar. Ja, wo kann es sein? Wenn nicht, müssen wir uns nochmal das Video angucken. Wir müssen uns nochmal das Video angucken.